Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ja, ich habe jetzt ein Weilchen gewartet, um genau zu den ganzen 20 Minuten, dass es ein bisschen heller ist, wird. Stand ich jetzt hier einfach nur blöd in der Ecke. Ich hatte gehofft gehabt, dass vielleicht Gorn den Weg zu uns wiederfindet. Es ist jetzt auch ein kleines bisschen heller geworden hier. Gorn sage ich schon, Diego. Dass Diego den Weg zu uns zurückfindet, hatte ich auch irgendwie gehofft. Aber ich habe keine Ahnung, wo er jetzt geblieben ist. Also, wo er sich hin verbuggt hat. Und ich hoffe, er liegt hier jetzt nicht irgendwie irgendwo tot rum. Ich hoffe es wirklich, also. Ich habe keine Ahnung, wo er hin ist. Was ich hoffen kann, ist, wenn ich jetzt. Da sind zwei dieser Skelette sogar. Wenn ich an denen einfach so vorbeirenne. Nein! Okay. Gestorben. Jetzt haben wir hier keine Wahl, außer zu laden. Aber dann würde ich vielleicht mit. Dann ist Diego jetzt wieder bei uns. Gehe ich mal von aus. Ja, jetzt ist er wieder bei uns. Wie viel Leben hat er? Ja, jetzt ist es eh wieder dunkel. Jetzt ist wieder 21:22 Uhr. Na toll. Müssen zusehen, dass er immer bei uns bleibt Ein jetzt. Mist viel weniger. Ein Mist viel weniger. Ja, Diego? Okay, jetzt war ich ein bisschen blöd, weil ich auf Diego geachtet hatte. Ja, kann mal passieren. Man kann sich mal blöd anstellen. Aber warte mal, wenn wir hier nicht weiterkommen wegen den Untoten, wie kommen wir mit Diego hier dann raus? Hier sind ja Snapper, hier sind die Untoten. Diego noch hinter mir, Diego ist noch hinter mir. Wie kommen wir hier am besten raus mit ihm dann? Wir dürfen nicht zu nah an die Ork-Burg, also an die Burg, wegen den Orks. Hier muss es dann noch irgendwie einen anderen Weg geben. Das sind Blätter. Wäre Ork-Axt, die haben wir übersehen. Ich nehme eben nochmal die Fackel da oben. Können wir vielleicht ein bisschen besser sehen. Hier runter wäre auch vielleicht keine gute Idee. Aber warte mal. Er ist ja stark genug, um gegen die Orks hier anzutreten. Wenn wir die jetzt anlocken und auf dieselbe Weise erledigen. So, Diego, dein Auftrag. Jetzt sind sie schon da. Die sind ja aber auch sehr, sehr schnell. So, Diego. Den schaffst du, oder? Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte nur einsammeln. Komm, ich will die Fackel auch wieder. Das nehmen wir mit. Die haben ja Geld. Warum haben die Geld? Oh, und Heiltränke, nice. Wie viel Leben hat er noch? Wieder voll. Also fast voll. So, das nehmen wir auch mal mit. Ich hoffe, der Weg ist jetzt nicht zu nah an der Burg für ihn. Diego, du hast da was? Achso, das ist ein normaler Wolfe. Gut. Und hier gibt es noch ein paar Tränke. Nice. Gletscherquarz. Heilkraut. Und noch ein Wolf. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Okay, den können wir nicht looten.
Was ist an mich zu nah, an die Burg nicht zu verstehen? Alles klar. Wie sieht's hier rum aus? Sag mal, hörst du mir nicht zu? Nicht zu nah an die Burg. Ja, okay. Ich speichere mal. Was, wenn wir... Wir haben jetzt Diego wieder bei uns. Wir haben ihn gefunden. Also, beziehungsweise wieder zurückbekommen. Können wir so an der Burg vorbeischleichen mit ihm? Ne, der kommt einfach nicht mit. Diese Richtung kommt er nicht mit. Wie kommen wir mit ihm jetzt wieder raus? Wenn ich hier... Ich weiß jetzt nicht, wie ich hier mit ihm... Das ist immer noch die falsche Map. Habe ich eine Map von der alten Kolonie? Landkarte von Corinus, ja, aber... Was ich brauche, was ich haben will, haben wir nicht. Und wir brauchen einen Weg, definitiv, mit ihm wieder hier raus. Alter, wir haben schon bald gleich wieder mit ihm mehr Erfahrungspunkte, wieder die nächste Stufe erreicht durch ihn. Aber ich verstehe jetzt nicht, wie ich ihn jetzt mitschleppe. Ohne ihn zu verlieren. Ich lasse ihn jetzt aber hier alles machen. Ich sammle nur die Erfahrungspunkte. Warte! Was? Achso, ich war zu weit weg. Diese alte Grabstätte ist mir nicht geheuer. Lass uns lieber drumherum gehen. Diese alte Grabstätte? Kommt er mit? Nee, der will... Okay, der will außenrum. Okay. Ich kann nicht den direkten Weg dahin nehmen. Ich habe also keinen Weg mit ihm. Ein Mist, viel weniger. So, okay. Ich speichere trotzdem jetzt hier noch einmal. Wir haben ein bisschen was gesammelt. Jetzt ist wirklich die Frage, wie komme ich mit ihm hier raus? Oh, hier waren noch Heilkräuter. Hier gibt es noch einen Weg. Und Heilkräuter. Wir haben gerade gespeichert. Ich hoffe, wir kommen mit... Oh nein. Wo ist Diego wieder hin? Diego. Ah, hier. Diego. Da. Ich habe Freunde mitgebracht. Diego. Alter, Goblins? Nein. Die habe ich auch noch mitgebracht. Okay, wir sind aber wenigstens aufgestiegen. Boah, Diego. Geilster Mann. Und Heiltränke hat er. Nichts zu plündern. Schwerer Ast. Noch ein schwerer Ast. Ich nehme alles mit. Okay, er ist noch bei mir. Das können wir speichern. Solange er bei uns ist, speichern wir. Nicht, dass er uns wieder irgendwie verloren geht oder so. Jo, die nächsten Orks.
So, schwere Ork-Axt. Ich höre da wieder was. So, wir haben jetzt ein paar Heiltränke eingesammelt, hä? Wir müssten mehr Heiltränke kaufen gehen. Und ich speichere noch einmal. Wir sind jetzt wieder eine Stufe aufgestiegen, dank Diego. Was brauchen wir für die nächste? Wir haben jetzt 20 Lernpunkte, nice. 45.500 brauchen wir. Und wir sind bei knapp 39.000. Nein, weg. Diego. So, warte mal. Heilkraut können wir auch wieder fressen. Das gibt Mana. Lebensenergie und Mana. Hier nochmal Lebensbonus. Und nochmal speichern. Das wird ein sehr, sehr spannender Weg, den wir hier gehen. Und es wird immer dunkler. Aber wie kommen wir? Ist Diego noch da? Ja, Diego ist noch da. Feldräuber oder Minecrawler? Warte mal. Ist das nicht hier Kavalons altes Versteck? Jetzt stecke ich fest. Sind wir wieder bei Ja! Wir sind wieder hier. Sieht zumindest demnach aus, da... Banditen? Sterb, Mistkerl! So, Diego, kümmer du dich bitte drum. Aua. Das war's für dich, Penner. Du hast noch nicht mal Gold dabei? Eine Waffe nehme ich mal lieber mit. So. Wir sind das. Das war's für dich, Penner. Wir sind hier bei Banditen. Ah, aber ich weiß, wo das wir war's sind. Für dich, Penner. Nehmen wir alles mit. Den Bogen nehmen wir auch mal mit. Du hast noch nicht mal. Eine Waffe nehme ich mal lieber mit. Okay, aber dann. Ja. Hier schon mal gut. Schwere Axt. Da lag noch was. Meine ich hier. Feuerkraut. Schlüssel. Schlüsselbund. Lag hier nicht noch hier irgendjemand? Da oben sind auch wieder Banditen. Und da sind Feldräuber. Jo. Ach, Goblins auch noch hier. Schwarze Goblins. Ja, die muss aber Diego schaffen, ne? Wir sammeln jetzt nur die Erfahrungspunkte. Im Dunkeln bin ich ein bisschen zu... Ein Mistvieh weniger. Im Dunkeln bin ich ein bisschen zu faul zum Kämpfen, sag ich jetzt mal. Da ist nichts zu holen. Die haben nichts, okay. Ein Sträfling. Boah, ich wünschte, es wäre hell. Dann könnte ich zumindest sehen. Weniger. Wo wir jetzt genau wirklich sind. Gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit, wenn wir da hochgehen, zu denen? Hier ist eine Höhle. Goblin-Höhle. Goblin-Höhle, gerade wenig Lust. Ich hoffe, Diego überlebt. Diego? Diego? Okay, Diego überlebt.
Aber wie kommen wir am besten hier raus? Vielleicht hier hoch? Ist Theo noch hinter mir? Ja. Ja, ich weiß, wo wir sind. Okay. Da hinten geht es ja zum neuen Lager. Ich wünschte, ich könnte wirklich sehen, wo wir langlaufen, wo wir hin müssen. Ist es wieder 0.32 Uhr? Ich hätte jetzt gerne irgendwo die Möglichkeit zu schlafen. Diego ist noch bei uns. Wir haben hier jetzt keine... Da liegt was, eine Spruchrolle. Die haben hier jetzt keine Betten aufgestellt, ne? Aber hier ist eine Truhe. Und ein Bier. Alter. Ich kann... Wieso kann ich das nicht mehr... So, ich wollte schon sagen. Wenn hier jetzt doch nur irgendwo ein Bett wäre. Dass wir schlafen könnten. Aber ich glaube zu wissen, wo wir ungefähr sind. Diego ist noch hinter uns. Ich würde sagen, hier nochmal speichern, weil er ist ja noch bei uns. Und dann den Weg hier weiter entlang laufen, die Straße. Irgendwann müssten wir doch hier am... Ah, hier ist Cavallons altes Ding. Meine Idiot. Nicht viel weniger. Oh, Riesenratten? Skiba, da sind sie. Sind sie alle tot? Jo, Fleisch. Okay, sind keine Skiba, aber ich nenne dich Skiba, weil... Da ist nichts zu holen. Weil Skyrim hat mich da so stark schon geprägt mittlerweile. Auflieder. Von denen können wir ja nichts holen. Ich hoffe, hier gibt es jetzt ein Bett. Können wir Kochtopf benutzen? Nein. Cavallons Lederbeutel haben wir gefunden. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Das ist zu weit weg. Ja, jetzt können wir. Bis zum nächsten Morgen. Ah, oh, nice. Diego? Diego? Wo ist Diego hin? Oh nein. Oh, muss ich ihn jetzt wieder suchen gehen oder was? Wo ist er immer? Warum haut er immer ab? Komm, Fackel haben wir. Brauchen wir nicht. Ich habe eine Vermutung, wo er sein könnte. Das heißt dann, wir müssen jetzt den ganzen Weg hier wieder von vorne zu ihm. Dunkelpilze. Den Weg zurücksuchen. Aber warum ist das immer so mit Diego? Warum muss er immer wieder verschwinden? Aber ja, das kenne ich. Das ist wirklich der Weg, der zum neuen Lager führt.
Hier sind wieder ein paar Blutfliegen. Ja, den weiche ich mal lieber erstmal aus. Hier ist Schnee? Aber warum musste jetzt Diego verschwinden? Ich lade mal, wo er geblieben ist. So. Diego ist jetzt bei uns. Also, warte mal, genau. Die Fackel wieder ausrüsten. Da. Das heißt also, die Dinger müssen wir jetzt eben noch schnell fertig machen. Diego ist noch bei uns. Komm, Diego, mach die alle mal fertig. Hier, du kommst auch noch bitte dazu, ja? Diego? So, das Fleisch nehmen wir mit. Aber wieso verschwindet er immer, wenn wir... So, da gab es noch eine. Ein Mist viel weniger. So, jetzt speichere ich noch einmal auf die zwei, weil er ist jetzt noch bei uns. Hätte vielleicht die Dinger vorher mitnehmen sollen. Einsammeln. Havalons Lederbeutel. Ich speichere jetzt noch einmal. Dann hoffentlich... Warte mal, ich sag ihm erstmal, warte hier. Warte hier. Das ist doch nicht dein Ernst. Wir sollen uns trennen? Hier? Das kommt nicht in Frage. Wir gehen jetzt schön zusammen zum Pass. Nein, du sollst nur hier warten, ja? Aber egal, wenn er nicht... Ich hoffe, er bleibt. Ach nö, schon wieder weg. Warum verschwindet er immer? Muss ich jetzt wirklich die ganze Nacht durchs Dunkel hier rumlaufen? Ah. Warum? Ja gut, dann geh ich halt mit ihm. Durch das Dunkle hier. So. Ich höre hier wieder Ratten. Heilkraut. Ach nein, hier was geht's auch nicht. Nicht zu nah an die Burg, nicht zu... Ja, okay. Welchen Weg soll ich jetzt gehen? Diego, sag schon. Ich habe so das Gefühl, ich muss mit ihm wirklich bis zum neuen Lager gehen, also dem alten neuen Lager. Und von da aus den anderen Weg durch den Wald, der zur alten Mine führt, entlang. Ist Diego noch da? Ja. Anders kann ich mir jetzt nicht erklären, welchen Weg ich gehen soll. Okay, jetzt wird's hell. Also zumindest nicht von der Tageszeit her, sondern von den vom Untergrund her. So, Diego, kümmere dich bitte einmal drum. Die Ratten sind auch gerade hier beschäftigt. Diego. Da.
Davon gibt es zwei Ratten. Ein Mist viel weniger. Nehmen wir mit. So, er ist noch bei uns, also speichern. Ich weiß auch mittlerweile echt nicht, wo ich mit ihm entlang gehe. Hier die alte Brücke. Hä? Feuernessel. So, ich hoffe, Diego kommt hier durch. Über die Brücke. Und dann war das da ins neue Lager. Und das hier war dann der Weg, den ich jetzt gehen wollen würde. Waffenknecht. Da müsste ich hier doch gleich irgendwo... Hier, wieder eine Brücke. Ein Mist viel weniger. Was ist denn das? Oh, da ist ja noch einer. Wäre Ass. Normaler Goblin. Es ist tatsächlich Winter. Jo. Da sind ein paar Snapper. Jo, jetzt kommen sie alle. Aber alle auf. Was? Nein! Diego, nein! Ich gucke nochmal. Er hat nicht mehr viel Leben. Heiltrank geben. Essenz der Heilung. Hier, nimm den Heiltrank. Und hier nochmal. Hier, nimm den Heiltrank. Wie viel Leben hat er noch? Okay, der braucht noch ein bisschen. Hier, nimm den Heiltrank. Das war jetzt aber echt doof. So, Spiel speichern. Er ist jetzt geheilt. Das war jetzt etwas nicht so gut gelaufen, sage ich jetzt mal. So, aber ich gehe mit ihm jetzt hier nochmal durch. Wir sind hier rübergekommen. Wie viel Leben hat er jetzt? Warte mal, ich gebe ihm noch ein. Hier, nimm den Heiltrank. Ich speichere vielleicht noch einmal mit ihm jetzt hier drüben auf der Seite. Vielleicht muss ich wirklich die Snapper mit ihm zusammen hier erledigen. Da ist noch ein Goblin. Einer ist runtergefallen. Ach so. Ein Mist viel weniger. Jo, komm, wir gehen rüber. Diego. Und wir erledigen die Snapper jetzt, aber ich helfe dir dieses Mal, weil ich glaube doch, das waren ein paar zu viele auf einmal. Hui! Viel Leben verloren und da ist ein Ritter. Diego! Ja, okay. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir hier weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deos und bleibt schmutzig. Ciao.